Hallo, ich bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal der Pusterfuchs. Heute sind wir wieder bei mir auf dem Hof. Die Sonne scheint, herrliches Wetter, Zeit ein bisschen zu basteln. Ich gehe nämlich heute wieder mal ein bisschen auf eure Kommentare ein, denn wenn ich Videos hochlade, gerade hier vom Hof, wird immer sehr viel kommentiert, was kann ich besser machen, und ich möchte heute eine Verbesserung machen, und um was es geht, zeige ich euch. Also, kommt mit. Ja, willkommen im Hühnerstall hier. Letztens hatte ich ja ein Video gemacht von der Roomtour, weil ich ja den Bereich hier neu angebaut habe. Oskar, du darfst hier nicht rein. Erstmal muss ich meinen kleinen Terrier rausschmeißen. Ah, der ist auch schon alt geworden. Los, raus mit dir, Oskar. Vor ein paar Jahren hätte er noch alle Hühner am liebsten gekillt. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, wir waren da stehen geblieben, dass ich euch das gezeigt hatte, den neuen Anbau. Und da wurde natürlich sofort kommentiert, dass die Sitzstangen, ich will jetzt nicht sagen, gar nicht gehen. Also es geht schon, ne? Aber die haben natürlich diese scharfe Kante hier, wenn ich hier von der Seite gucke, sieht man es natürlich besonders gut. Und ich habe natürlich hier auch einige natürliche Stangen. Und ich habe mich aufgemacht in den Wald, habe ein paar natürliche Stangen rausgeschnitten. Und die werden jetzt hier eingesetzt. Ich werde jetzt die alten rausnehmen, alles was eckig ist. Und das durch Natursitzstangen ersetzen. Jo, was ich jetzt erstmal als erstes machen muss, natürlich ausmessen. Jo, 1,40, ganz easy peasy. Zähle ich mir erstmal ab, was 1,40 sein muss. Schneide mir das zu. Und mein Oskar hat sich schon wieder hier reingeschlichen. Oskar, komm raus! Jo, hier habe ich das Rohmaterial sozusagen liegen. Einen ganzen Haufen Stangen, die ich erstmal grob in Länge geschnitten habe. 1,40 brauche ich ja. Ja, das meiste ist Pappel. Alles gut, gut zu verarbeiten. Jo, jetzt muss ich erstmal 17 Stangen auf Maß bringen. Hab ich schon mal angeritzt. Ich könnte das jetzt ganz einfach mit meiner alten Astsäge hier machen. Aber was ja ein bisschen cooler ist, wir wollen ein bisschen Spaß heute haben, nehme ich einfach meine Handkettensäge. Für diese Fälle habe ich natürlich aus dem Outdoor-Bereich eine Handkettensäge. Feines Ding. So für kleine und mittlere Balken ist das wirklich gut geeignet. Auch so für unterwegs. Klein, verstaubar, brauchst kein Benzin. Das ist jetzt wirklich nur ein dünner Ast. Aber die dickeren kann man damit auch schneiden. Das ist doch Männerspielzeug. Jo, die erste ist jetzt geschnitten. 1,40. Das heißt, ich nehme die jetzt als Maß an und schneide die nächsten 16 Stück danach. Brauche ich nicht jedes Mal ein Maßband anlegen. Also, ne, wenn es jetzt mal 5 cm länger ist, ist auch nicht so schlimm. Das stört die Hühner nicht. Ja, ruckzuck hier 17 Sitzstangen zurechtgeschnitten. Ne, und hier, ihr seht nochmal, das ist die Kette. Ne, die falte ich zusammen und kann die überall mit hinnehmen. Und da das gute Stück, meine Machete, die kommt jetzt auch gleich zum Einsatz, damit wir die hier noch ein bisschen glätten können teilweise. So, jetzt nehmen wir uns die einzelnen Äste, gucken wir, ob hier noch was übersteht. Mache ich noch ein bisschen ab. Nur das Grobe so ein bisschen, ja, damit keine spitzen Äste rausgucken, wo sich die Hühner dran verletzen können, geht das schon. Gut, jetzt haben wir die soweit ein bisschen glatt gemacht. Rinde und Moos und so lasse ich natürlich dran, ne? Das stört die Hühner nicht. Und das wird sich mit der Zeit so ein bisschen abkribbeln, denke ich mal. Aber nochmal Sicherheitshinweis, wenn ihr mit sowas arbeitet oder Kettensägen sägt, seid vorsichtig, verletzt euch bitte nicht. Ne? Immer erst denken, dann handeln, ne? Auf die Umwelt achten. Ne?
Genau, Oskar bejaht das. Also, weiter geht's. Wieder zurück im Hühnerstall. Und da ich diese ganze Aktion ja heute hier sozusagen im laufenden Betrieb mache, muss ich jetzt mal vorsichtig sein. Ich werde mir jetzt hier immer eine Stange abbauen. Dafür brauche ich hier meinen guten Akkubohrer, ne? Weil ich die Schrauben, weil ich die Stangen natürlich alle verschraubt habe. Und werde hier ruckzuck wieder rausgebaut. Und so wie ich eine rausnehme, werde ich auch eine neue einbauen. Und ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen Huhn dabei verletze oder so, wenn ich hier mit die Sitzstangen hantiere. Ne? Und vor allen Dingen will ich sie auch nicht zu doll verschrecken. Ja, ich werde mir jetzt erstmal alle Sitzstangen hier reinholen, die ich brauche, die ich zugeschnitten habe natürlich auch, damit ich nicht ständig rein und rausrennen muss. Hol mir das passende Werkzeug alles her. Da meine Schrauben, die ich heute benutze, natürlich nur eine begrenzte Länge haben, die hier bei denen hier reicht, würde das schon gar nicht reichen. Ja, mache ich es einfach so. Ich werde den Bohrer vorbohren, bisschen reinbohren und dann kommt das mit der Schraubenlänge auch wieder hin. Ja, bei den dünneren Ästen, da wird das gehen mit der Schraube. Schauen wir mal, legen wir los. Jetzt habe ich hier im Anbau alle viereckigen oder alle Kanthölzer, wollen wir so sagen, alle Kanthölzer ausgetauscht gegen Natursitzstangen. So, da es mir jetzt gerade ein bisschen zu spät wird, werde ich heute nicht ganz fertig mit dem Stall. Ja, wenn ich jetzt hier in den alten Stall so nochmal reingehe, seht ihr, hier sind immer noch die Kanthölzer. Aber den nehme ich mir morgen an. Das heißt, hier werde ich jetzt erstmal für heute Feierabend machen, denn ich muss ja auch noch ein bisschen mein Werkzeug hier rausräumen und hinten die Stangen müssen raus und die Hühner drängen langsam alle in den Stall, die wollen rein, es ist langsam Schlafenszeit. Ja, ihr seht ja hier volles Gedränge hier und deswegen mache ich morgen an dieser Stelle einfach weiter und dann werden wir mal gucken, wie es morgen denn aussieht. Jo, da bin ich schon wieder. Es ist jetzt mittlerweile der nächste Tag. Und wir haben es auch schon wieder nachmittags, schon wieder 2:30 durch, aber ich hatte so viel zu tun jetzt hier. Ich habe jetzt erstmal den Stall hier nochmal ein bisschen sauber gemacht. Einmal die Woche gehe ich hier durch mit der Karre. Ich mache hier nicht Deep Bleeder, sondern einmal die Woche kommt hier neues Heu rein. Und ja, in dem Bereich hier seht ihr ja, habe ich ja gestern die Sitzstangen fertig gekriegt gehabt. Und drüben im alten Bereich zeige ich euch auch nochmal gleich jetzt, wie da die Sitzstangen aussehen. Gehen wir mal hier rein, alten Bereich. Ihr seht, hier sind auch ganz neue Dachlatten als Unterkonstruktion habe ich so einfach genommen, weil an die alten Rand zu friemeln war mir einfach zu leidig. Deswegen habe ich die ein bisschen schmaler zusammengesetzt. Oben habe ich mir einfach zwei Stücken Gartenschlauch genommen. Da wollte ich mir extra Scharnier anschrauben. Ne? Das ist ja mal aus alt neu hier und so habe ich natürlich aber ein Gelenk hier. Ich kann es hier hochheben, weil ich die Sitzstange ja an die Decke hängen kann hier. Ja, dafür habe ich einfach in der untersten hier nochmal eine Schraube dran, aber so, dass ich möglichst kein Tier verletzen kann. Und hier an der Decke habe ich hier eine alte Kette und dann kann ich das einfach hochheben und hacke ich das hier ein und dann habe ich hier unten Freiraum, die beiden Kisten, da habe ich immer meine Gift und Rattenfallen unter, also da habe ich eine Lebenfalle unter und einmal Gift. Ja, und so sieht das jetzt hier aus, ne? Gut, dann nehmen wir die wieder von der Decke, dass die Hühner sich darauf setzen können. Und von hier aus meine Nesterbatterie zu sehen. Einige Damen sitzen noch. Ich habe gerade wieder ein paar Eier rausgenommen, weil ich ja immer noch Bruteier absammeln hier. Generell ist es heute im Stall hier schon ein bisschen ruhiger geworden, weil ich nämlich heute Morgen schon mal eine Aktion durchgezogen habe, wo ich alle Hühner, die ich für die richtige Zucht, sage ich mal, verwenden will, aussortiert habe. Das heißt, ich habe heute Morgen den Zuchtstamm zusammengestellt und den zeige ich euch aber in einem anderen Video. Ne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst natürlich nicht, den Abo-Button zu drücken und vielleicht noch die Glocke zu drücken, dann werdet ihr informiert, wann das Video online geht.
Und falls ich es natürlich vor diesem Video hochlade, findet ihr das Video hier oben in der Videobeschreibung. Gut, ja, und ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meinem Machwerk. Die Hühner sind zufrieden und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, versuche ich das auch ein bisschen umzusetzen, wenn es denn in meinen Kram passt, sage ich mal. Ne? Aber das mit den Natursitzstangen, das leuchtet natürlich ein, dass die, wenn die Krallen hier rund rüber fassen, es einfach besser ist als die eckigen. Ne? Und back to nature. Ne? Ja, finde ich gut. So sieht's aus. Letztens wurde ich in den Kommentaren gefragt, wenn die Hühner hier so auf der Stange sitzen, ob die sich nicht gegenseitig ankoten, sag ich's mal, bisschen vornehm ausgedrückt. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Erstmal habe ich es ja hier, ihr seht, ich habe die Sitzstangen jetzt hier nicht bis nach oben durchgezogen, sondern nur bis auf eine gewisse Höhe, sodass diese Sitzstangen auch nicht unter diesen sind. Ne? Und wenn ihr einen gewissen Winkel macht und einen gewissen Abstand, dann, ja, ich sag mal, kotet einen Huhn hier runter und einen Huhn hier runter. Und ich sag mal, die Hühner, die gucken immer nach vorne hier. Die gucken nicht auf die Stange, wenn die sich draufsetzen. Das habe ich ganz selten gehabt. Also so wie die beiden jetzt hier zum Beispiel drauf sitzen, so schlafen die nicht. Die drehen sich immer andersrum. Wenn jetzt ein Huhn über denen sitzt, drehen die sich um und ja, dann kann das eben nicht passieren, dass ein Huhn das andere ja, anscheißt. Hier bei den Sitzstangen im alten Bereich habe ich auch darauf geachtet, dass sie noch etwas weiter auseinander sind. Ne, wenn ihr den Platz habt, macht die einfach weiter auseinander. Aber das mit der Höhe, sage ich mal, dass sie in unterschiedlichen Höhen sind, hat eben den Vorteil, du kannst mehr Sitzstangen einbauen. Einige sagen ja, da gibt es immer Streitigkeiten wegen Rang und so, aber das habe ich hier noch nicht so gesehen. Also, ne, es bilden sich eh immer kleine Grüppchen. Vieles von meinen Hölzern, die ich für die Sitzstangen vorgeschnitten hatte, nicht übrig geblieben. Hier so ein paar Reste jetzt. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen Brennholz draus machen. Dann habe ich wieder was für einen Raketenofen und für einen Dutchofen. Also taucht das Restholz auch wieder irgendwann in einem Video von mir auf. Ja. Und ich liebe es einfach so, auch mit Naturmaterialien zu arbeiten. Ist immer schön. Bin ich ja wieder ganz happy, dass ich wieder was erledigt habe. Eine Tour durch den Hühnerstall und sie haben schöne Natursitzstangen. Jetzt bin ich sehr zufrieden mit mir. Und ich hoffe, ihr seid auch mit mir zufrieden. Ja, ich bin jetzt hier. Im Hintergrund seht ihr meine Voliere, wo ich meinen Zuchtstamm drin habe. Aber darauf gehe ich in einem anderen Video ein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr Anregungen, Meinungen habt, immer rein in die Kommentarbox. Und ansonsten sage ich, bleibt gesund, bleibt interessiert. Dann sehen wir uns auch wieder. Und Abo-Button drücken, nicht vergessen. Ne? Also, bye bye.